Zielsetzung war, dass wir die Klasse erhalten. Das haben wir definitiv geschafft. Wir haben mal wieder gewonnen. Ich denke, damit können wir sehr zufrieden sein, also auf alle Fälle. Eine Mannschaft braucht guten Teamgeist. Die Spielzüge, das klappt alles, jeder spielt mit dem anderen gut zusammen. Es wird halt viel gefordert von den Mädels. Spaß haben, vielleicht auch ein paar Schmerzen haben. Unsere Mannschaft war in den letzten Jahren immer bekannt dafür, eine aggressive und harte Abwehr zu spielen. Das erwarte ich auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder. Ich hoffe einfach, dass es jetzt weiter bergauf geht und dass wir jetzt mal wieder 1-2 Punkte holen in den nächsten Spielen. Und Gas geben. Um Handball dreht sich die Welt bei den Frauen der TSG 1861. Zu Hause sind sie in Taucha. Von hier aus ziehen sie los in den Kampf um Tore und Punkte. Dass wir uns das Ziel gesetzt haben, auch im oberen Feld zu stehen und nicht wie in der vergangenen Saison, war natürlich das Ziel, auch Siege einzufahren. Das haben wir, glaube ich, alle Mann gut geschafft miteinander. Vor dem Erfolg kommt erst einmal hartes Training mit einem Team, das sich aufeinander verlassen kann. Und auch das muss erarbeitet werden. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Teammaßnahme für das diesjährige Trainingslager. Bei Holger Jung, Zirkus Kuss in Leipzig. Eine Körpererfahrung der etwas anderen Art. Meine Wurzeln liegen im Geräteturm. Ich war 10 Jahre Leistungsgeräteturner bei der DHFK. Hab dann in das Fach Zirkus gewechselt und bin 8 Jahre am Trapez geflogen als Flieger. Zeh an, zeh an. Oh, ihr rutscht. Zieht euch wieder an, zieht euch mal alle beide. Nicht hektisch. Ja, unten, das sind Menschen, ne? Jetzt sollten wir nicht versuchen, wie so eine Feder, so das Einziehen und dann absteigen, ne? Ja, ganz locker, ich bin da, keine Angst. Beine stabil halten natürlich, so. Nicht nach hinten die Füße so. Und dann wenn stehst du deine Mutter abwurfst, das macht Spaß. Aber gerade zu quatschen, sonst geht die Spannung raus. Wenn ich loslasse, fallen wir zusammen. So, erstmal gerade stehen, nur gerade stehen. Hüfte vor, so ist schön. Über die Brust kommen lassen. Lass raus. Komm, lass kommen, komm. Ja, komm. Lass kommen. Ja, nicht lang, bleib konzentriert. Schön. Bleib so schön. Guckte. Alle hopp. Die ersten Übungen geben Selbstvertrauen. Jetzt will die Mannschaft mehr, sucht nach einer größeren Herausforderung. Kleine Missgeschicke können passieren. Machst du geschreckt zur Seite, hast du einen kleinen Abstand, weil ja, genau. Wunderbar, hast du als Typ gleich. So soll es am Ende aussehen. Der Untermann muss bis zum Schluss durchhalten. Ja? Machen wir. So. Ah! Erst auf die Seite. Auf der Seite. Ja? Und jetzt guck nach vorne. Durchhalten und konzentrieren und den anderen vertrauen. Hey, super! Ich muss von hier mit dem Fuß hier. Das ist alles schön. Ja. Wenn ich euch anschaue, dann müsst ihr stabil sein. Fest. Ja, das nehme ich. Fest. Klasse, ihr könnt es nämlich. So. Immer höher hinauf, bis die erste Pyramide steht. Ich mach gerade Rücken stabil. Klasse, leicht fest, Mädels.
Super. So, das war unsere erste Runde. Das waren wieder Bilder. Und dann auch die zweite. Für mich war es auch eine ganz tolle Erfahrung, weil erstens habe ich noch nicht mit Leistungssportlerinnen als Frauen gearbeitet und wie schnell die auch diese Pyramiden begriffen haben und dieses Teamwork so, da habe ich gemerkt, dass es eine Mannschaft ist. Und also ich bin wirklich hellauf begeistert, muss ich sagen. Ja. Mädels, ein Traum. Super. Olganitz, ein idyllisches Örtchen bei Oschatz in Sachsen. Doch die Mannschaft ist nicht zur Erholung hier, sondern im Trainingslager. Das steht einmal im Jahr an und bedeutet für das Team ziemlich früh aufstehen. Denn morgens um 7:30 geht's schon los. Ausdauer ist wichtig für Handballspieler. Also heißt es jeden Tag 3 Kilometer Morgenlauf. Ich denke, wir werden alle ganz viel Muskelkater kriegen. Und ja, es wird anstrengend. 3 Tage Trainingslager bedeuten konzentriertes Arbeiten in athletischen, technischen und taktischen Bereichen bis hin an die Leistungsgrenzen, sowohl für Spielerinnen als auch Torhüterinnen. Zuweilen müssen Handballerinnen auch an die Leine gelegt werden, um im Spiel ausreichend Kraft und Schnelligkeit zu beweisen. Dabei ist jede Position gefragt, ohne Ausnahme. Klar ist der Torhüter irgendwo wichtig, ne? Aber ich bin halt ein Teil der Mannschaft. Ja, sind alle wichtig. Wenn man, wie Jeanette zum Beispiel, wenn man so einen Partner hat mit dem Tor, wo man weiß, okay, beide ziehen an einem Strang, ist es, glaube ich, nicht schwer, sich zu motivieren und dann auch gemeinsam das durchzuziehen. Auch das Trainergespann passt ja auch. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir kommen ungern zum Training oder wollen die Leistung nicht erbringen, die dann von uns abverlangt wird. Also die Motivation ist schon, dass wir uns da beide hochpushen können, sagen wir es mal so. Dadurch, dass wir wirklich es geschafft haben, wieder ein gutes Team zu formen, wo wirklich eine Mannschaft auf der Platte steht, denke ich, wenn wir jetzt nicht noch große Ausfälle haben, nun gesundheitlich oder durch andere Probleme beruflich, können wir mit Sicherheit noch mal 2, 3 Tabellenplätze nach oben wandern. Das, was wie ein Kindergartenspiel aussieht, schult die Beweglichkeit und Dynamik der Abwehr. Bei allen Übungen profitieren die Spieler von den Erfahrungen der Trainer. Nichts entgeht ihren kritischen Blicken. Anziehen! Und jetzt geht immer einer einen Schritt zurück. Komm, da geht noch Dampf drauf. Komm her, wer geht nach? Komm her. Ich brauche nicht weit zu mir. Sponsoren scheuen weder Kosten noch Mühen, das Training aktiv zu unterstützen. Also ich will jetzt nicht nur irgendwie Geld geben, ich will dabei sein, ich will mitwachsen, ich will die Leute kennenlernen, ich will mich mit denen beschäftigen. Das macht mir einfach Spaß, deswegen bin ich dabei. Wir haben jetzt hier direkt sehr viel mit dem TRX gearbeitet. Das ist ein Band, was eine gewisse Instabilität reinbringt in das Training, was die Mädels dann quasi ausgleichen müssen.
Dadurch wird das Training an sich viel, viel effektiver noch als mit normalen Übungen. Ich als Personal Trainer versuche schon sehr individuell auf diejenige, die gerade vor mir ist, einzugehen. Die Beine zu kräftigen, Sprungkraft zu erhöhen, ne? Und speziell für den Oberkörper Arme oben halten zu können, dafür die Ausdauer zu schaffen, die Kraft. Ne? Das als Basis für die angehende Saison. Körperliche Fitness, nur ein Teil des Erfolges. Beim Handball ist auch das Köpfchen gefragt. Eine Schnitzeljagd quer durch das sächsische Olganitz stärkt den Mannschaftsgeist. Ein Ei von glücklichen Hühnern. Vielleicht sollten wir deshalb das Obst nehmen. Hier, Landeier. Landeier. Da können wir ja auch mal gucken jetzt. Dann habe ich einen Vorsprung. Okay. Welche Richtung laufen wir jetzt? Richtung Sonne. Wir laufen einmal Richtung Sonne. Ja. Naja, wenn das Micha schon ist. Aber wir haben doch gar kein Geld mit. Wie sollen wir denn da jetzt ein Bier holen? Verhandeln oder irgendwie? Genau, weil Ei nur 15 Cent kostet. Und glücklichen Hühner. Was gibt's morgen früh zum Frühstück? Anna, ich hab noch eine Frucht. Zeigen? Da wird's ja. Ja, klar. Ja, aber. Können wir irgendwas lesen darauf? Lutze oder irgendwas mit Z? Irgendwas mit ZE am Ende? Guck, da unten ist raus. Da unten kommt irgendwann auf jeden Fall so ein kleiner Sumpf. Eine Karotte. Und guckt bitte nach Pilze. Abendbrot essen. Ja. Mit, oder? Ja. Na ja, aber was machen wir denn jetzt? Ja, er hätte gern, kriegt er aber. Ach ja, stimmt, hat zu. Zu, keiner da. Wir hätten auch gern gehabt. Guck mal, hier ist auch schon Michael langgefahren mit dem Fahrrad wieder. Ja klar, einfach ein Z, das ist ein Z auf dem, da ist wirklich ein Z drauf. Also hier über dem Pilz rüber. Der Wind blies uns entgegen, das heißt, der Wind kommt jetzt von hinten auf unser Schiff. Ich bin jetzt der Wind. Ah, der eisige Wind. Ich bin der Wind jetzt. Also das Ding ist, da oben ist ein übelster Birkenwald. So, ich warte jetzt mal. So, weiter. Jetzt mal. Für die nächsten Meter folgt weiterhin dem Wegerecht. Und wenn ihr den Wohnort vom Froschkönig findet, dann begebt euch zu ihm. Stellt euch im Kreis um das Ziel und nehmt euch an die Hand. Nun möchte ich einen Donner- und Schlachtruf hören, dann machen wir dann. Brunnen. Naja, na, der ist doch so lange hoch, da. Der Brunnen. Ja, nein. Richtig, so da so wird. Genau. Der ist. Wir müssen Gas geben! Das ist. Ein und zwei und vier. Hacke Spitze hoch das Bein und eins. Machen es wie die Agenten. Vielleicht sind wir ja jetzt auch erstmal in der falschen Birke und machen uns nochmal einen neuen Plan. Na eben, hier ist doch ein Grund. Na hier vorne, zwischen den Autos. Okay. Steigt doch auf die Borte drauf. Ja, aber kann man nicht. Schraub weiter. Ja, okay. Die Winkel dürfen wir nicht. Aber mach mal von oben richtig. Das hast du mal drehen, wenn du kannst. Warte mal. Warte, ich bin noch ganz unten. Jetzt wird's gleich lustig. Ja, weil ich unten rausgucke, ne? Nee, nein. Wichtig ist das. Das hier das muss, in der Vertikalen und das in der Horizontalen. Nach hoch? Hier nach hoch oder was? Übermorgen hole ich mir das Königskind, das Königstochterkind oder so. Gut, also. Das hat dir der Teufel gesagt. Oh,
Unermüdlich sind die Spielerinnen der TSG 1861 Taucher auf Achse. Wieder geht es zum Hallentraining. 4 Stunden sind es mindestens am Tag. Sehr wichtig, nochmal die Spielzüge durchzugehen. Das war gut, da ich ja nächste Saison hauptsächlich auf Mitte spielen werde. Probe für den Ernstfall. Die Mannschaft muss sich teilen und gegeneinander antreten, um Stärken und Schwächen zu erkennen. Wir haben wieder in Teilgebieten wieder Fortschritte gemacht und uns wieder spielerisch etwas aufeinander einstellen können. Konkretisiert heißt das, die Laufwege wurden intensiviert und wir haben auch gleich 2, 3 andere Laufwege mit einbauen können und das auch sozusagen anpassen können an die zweite Mannschaft, dass wir eigentlich in der Lage sind, erste und zweite Mannschaft auch mal Spielerinnen auszutauschen, ohne dass ein Bruch reinkommt, weil jeder weiß, was er eigentlich zu machen hat auf dem Feld. Auch nach 3 harten Tagen Trainingslager muss am Ende alles wieder seinen gewohnten Platz finden. Denn Ordnung ist auch beim Handball das halbe Leben. Das Trainingslager war sehr lustig und hat viel Spaß gemacht. Mir tut alles weh. Die Teambildung war für mich wichtig im Trainingslager, dass wir, da ich in der Vorbereitung nicht dabei sein konnte, auch einfach mit der Mannschaft wieder das Mannschaftsgefühl stärken konnte. Ich will konstanter spielen, mehr Tore machen und somit zur Effektivität beitragen. Dass ich auf dieser Position vielleicht noch mehr Tore mache, mich noch mehr traue und auch eine gute Saison mit den ganzen Mädels habe. Irgendwie versuchen, doch wieder auf Außen mehr etabliert zu werden und natürlich auch irgendwie weiterzukommen. Also versuchen wirklich meine Stärken weiter in den Vordergrund zu rücken. Das Ziel auf jeden Fall für uns sollte sein, kontinuierlicher zu spielen. Naja, also ich denke mal, so ein gutes Mittelfeld wäre schon sehr schön. Also es wäre so meine Zielstellung jetzt und für die Mannschaft. Naja, ich hoffe schon, dass ich angenommen werde im Team und dass mehr die anderen Spieler auf mich zugehen und ja, mich mit integrieren sozusagen und dass ich dann halt ein Teil von der Mannschaft quasi werde. Wir verstehen uns sehr gut in der Mannschaft und ich denke, dass wir so im mittleren Feld uns bewegen können. Rückblickend auch mit der letzten Saison wäre schon noch bis Platz 5 drin gewesen. Ich denke, das kann gut klappen, wenn keine Verletzungen dazukommen, da wir nicht so viele sind. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen Unterstützung und Verstärkung bekommen, denke ich, ist es locker drin, weil die Mannschaft halt sehr guten Teamgeist hat und zusammenhält und deswegen schon alleine wäre noch ein bisschen mehr drin. Da müssen wir noch alle ein bisschen mehr arbeiten und dann würden wir das schon schaffen. Dazu braucht es auch bestimmte Voraussetzungen im Verein, bestimmte Voraussetzungen, die unsere Sponsoren jetzt schon erfüllen, aber dann auch weiterhin erfüllen müssten. Und dass wir den Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, konsequent weitergehen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Doch mit viel Motivation, Strategie und Taktik haben die Handballerinnen der TSG Taucher nur ein Ziel, den Sieg. Denn Handball ist ihre Passion. Vorne macht das Spiel frei und wechselt durch die Deckungsspieler und dann wird es hier. Leute, dann kurz anspielen, greift euch nach. Thank you.
Test. Check, check. 1, 2. Wie viele Fragen kriege ich denn? Also 17 Uhr geht's los, ne? Ja, ich bin ein Star, also kann ich auch ein bisschen, ja? Ich hab Schweißperlen. Ich bin wirklich nass. Ich bin wirklich nass. Echt, das gibt's gar nicht, ey. So machen. Ja. Ja, das wär schön. Machst du für einen Ausschnitt? Also ja nicht. Ja, ja, schon klar. Das wird nicht gefilmt. Hörst du was? Ja. Okay, schön. War schön mit dir, liebe Kamera. Wunderschön mit dir.